Forscherfreunde, liebe Kollegen, liebe Interessierte, einige neue Namen sehe ich hier und schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Das ist ja hier ein Fortsetzungsvortrag von Mario Fägel, Diplomarchivar vom Stadtarchiv Augsburg, und wir freuen uns über dieses zusätzliche Angebot. Corona macht es möglich, dass im Stadtarchiv keine Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Und wir sind froh, dass wir das wieder in Kooperation machen dürfen. Und Sie haben es ja in der Einladung gelesen, dass wir schon letztes Jahr einen Vortrag aufgezeichnet haben, der sich großer Beliebtheit erfreut. Die Zugriffszahlen, ich glaube über 1200, sprechen ja eine eigene Sprache. Dieses Mal wird ja keine Wiederholung sein, sondern der Mario Fägel greift weiter in die Stadtgeschichte ein und hat einige Schmankerl herausgesucht, die für unsere Familiengeschichtsforschung von Interesse sein können. Ich bin ganz gespannt, was er uns hier wieder vorführt. Und lieber Manfred, herzlichen Dank für die Einführung. Es ist ja mittlerweile schon eigentlich eine gute Tradition, dass wir miteinander Vorträge und Fortbildungsveranstaltungen anbieten. Und mich freut es besonders, dass wir heute so einen Teil 2 anbieten können. Bisher war es ja eigentlich so, dass man bei den Präsenzveranstaltungen halt immer einmal jährlich die Einführung in die Familienforschung gemacht hat. Aber dadurch, dass eben der Einführungsvortrag jetzt dauerhaft online verfügbar ist auf YouTube, können wir eben heute den Luxus bieten und uns mit neuen Quellen beschäftigen, ein bisschen exotischeren Dingen. Und Sie können gespannt sein. Ich habe einige recht spannende Schmankerl aus Augsburg und Umgebung zusammengetragen. Genau, Fragen können Sie gerne dann am Ende stellen. Ich denke, wir brauchen so eine knappe Stunde. Dann schauen wir mal, was das Stadtarchiv zu bieten hat. Ich habe meinen Vortrag in 2 große Punkte gegliedert. Der kürzere Teil ist einfach nochmal ein ganz kurzer Überblick über die Möglichkeiten der Familienforschung im Stadtarchiv. Den möchte ich eben kurz halten, nachdem da viele Dinge eben schon im Einführungsvortrag vorweggenommen sind. Und dann wollen wir uns mit verschiedenen Quellenbeispielen beschäftigen. Ich habe mich auf 3 Themenbereiche konzentriert, aus denen wir Beispiele sehen werden. Das ist zum einen der große Bereich Hochzeit und Ehe. Dann der zweite Teil beschäftigt sich mit Beruf und Freizeit, sofern es Freizeit in früheren Zeiten schon gegeben hat. Und dann beschäftigen wir uns mit dem nicht uninteressanten Bereich Reisen und vor allem Auswandern. Das ist ja immer wieder ein Thema, das uns bei der Familienforschung beschäftigt. Ja, kurzer Einblick in unseren Lesesaal, der leider momentan noch gar nicht in der Form bestuhlt ist, weil natürlich Corona-bedingt die Plätze sehr stark dezimiert sind. Familienforschung im Stadtarchiv, was sind da die grundlegenden Dinge? Ich fange an mit der Wunschvorstellung, die viele vielleicht haben, gerade Familienforscher, die sonst weniger mit Archiven zu tun haben, die kommen ins Archiv und fragen, gibt es zu meiner Familie einen Stammbaum, am besten mit schönen kolorierten Wappen, und kann ich den haben oder kann ich da Kopie haben? Und die Realität schaut natürlich, das wissen Sie, anders aus. Meistens schauen unsere Quellen ungefähr so aus, also wir haben schriftliche Quellen, aus denen wir eigentlich diesen Stammbaum, den wir beim ersten Bild gesehen haben, ja erst selber erstellen müssen. Also in der Regel können wir noch nicht auf fertiges Stammbaumwerk von Genealogen zugreifen, sondern wir erforschen ja vielleicht als Erste unsere Familie oder als Erste in dieser Tiefe und müssen uns dann eben durch vor allem Verwaltungsschriftgut im Archiv quälen. Und das kann bisweilen mühsam sein, wie dieses Beispiel zeigt, mit vielen Streichungen und interessanten Schriftbild. Ja, das Stadtarchiv und seine Aufgaben in aller Kürze, damit Sie nochmal einen Überblick kriegen, was kann man überhaupt ganz grob an Unterlagen erwarten. Wir haben eine Satzung, in der definiert ist, dass wir eine städtische Fachdienststelle für alle Fragen des städtischen Archivwesens und der Stadtgeschichte sind. Und daraus resultiert, dass wir ungefähr 14 Kilometer Archivgut verwahren. Das ist vor allem Verwaltungsschriftgut,
Klassische Beispiele, die Unterlagen der Standesämter oder des Standesamts Augsburg, die Meldeunterlagen oder Personalakten vom Personalamt. Dann ist das Ganze ergänzt durch Nachlässe, durch Sammlungsgut, eine große Fotosammlung, Kartenpläne, Tonmaterial, kleinere Firmenarchive, auch größere Firmenarchive von Augsburger Firmen und Vereinsarchive unter anderem, also verschiedene Träger, die einfach Unterlagen produziert haben, die Archive ausgebildet haben und was heute im Stadtarchiv verwahrt wird und das vom Mittelalter bis heute im Prinzip. Also die ältesten Unterlagen reichen ins 11. Jahrhundert zurück und die Überlieferung reicht bis in die heutige Zeit, wo schon einzelne Unterlagen zu den Impfzentren in Augsburg bei uns verwahrt werden. Ja, mit dem Archivgut kann man allerhand anstellen. Deshalb bekommen wir täglich zahlreiche Anfragen zu rechtlichen Angelegenheiten, von der wissenschaftlichen Forschung, von der Heimatforschung und, das ist eben heute Abend auch zentral, von Familienforschern. Die verschiedenen Bereiche überschneiden sich natürlich ein Stück weit. Also wenn ich zum Beispiel eine rechtliche Sache habe, in der es um Erbschaftsangelegenheit geht oder wissenschaftliche Forschung, in der eine Biografie erforscht werden soll, dann bin ich natürlich auch ganz schnell wieder bei den Unterlagen, die ich auch für die Familienforschung benötige. Wie kommt man jetzt konkret im Stadtarchiv an Informationen? Das auch nur in aller Kürze. Am besten richten Sie am Anfang eine schriftliche Anfrage an uns. Sie bekommen dann eine grobe Nachricht, was zu erwarten ist und wie man weiter vorgehen, ob Sie persönlich kommen oder ob man Kopien machen kann oder ähnliches. Die Benutzung ist manchmal durch Schutzfristen beschränkt. Das ist auch grundlegend wichtig. Also in die heutige Zeit greift zum Teil nur der Datenschutz. Die Familienforschung ist in gewissem Maße gebührenpflichtig, was meistens überschaubar ist. Und ein Teil unserer Unterlagen ist in Form von Digitalisaten online verfügbar. Sie kommen auf die Unterlagen, die auf der Seite familysearch.org verfügbar sind. Am besten über den Link, der hier abgedruckt ist. Der heißt wibosi.net. Das ist ein privater Anbieter, der ein Suchfeld anbietet. Und wenn man da nach Augsburg sucht, bekommt man eine relativ gute Zusammenstellung der digitalisierten Unterlagen, die im Laufe des Jahres, leider habe ich das letztes Jahr auch schon erzählt, aber die jetzt wirklich im Laufe des Jahres gemeinsam mit unseren Findmitteln auch nach und nach online gestellt werden sollen. Also gerade mit den Findmitteln werden wir auf jeden Fall heuer anfangen und in den nächsten Jahren werden dann eben Stück für Stück auch Digitalisate von Unterlagen hinzukommen. Weitere Informationen zu diesen Grundlagen finden Sie, wie schon angemerkt, im YouTube-Vortrag der Einführung zur Familienforschung. Dann können wir jetzt direkt starten mit unseren Quellenbeispielen. Und da starten wir eben mit dem Bereich Hochzeit und Ehe. Das ist natürlich ein Bereich, mit dem wir uns viel befassen, weil natürlich ein Hochzeitseintrag von den Urgroßeltern oder von den Urgroßeltern ja oft schon ein wichtiger Puzzlestein ist, um den Stammbaum erstmal erweitern zu können. Aus dem Eheeintrag gehen dann meistens Informationen zu den Eltern des Brautpaars hervor, Informationen zu den Trauzeugen, die vielleicht in andere Familienlinien führen. Also die Hochzeit stellt ja da eine zentrale Rolle dar. Einen ganz zentralen Bestand, den wir zu Hochzeiten in Augsburg verwahren, das sind die Protokolle des städtischen Hochzeitsamts. Das Hochzeitsamt war im Prinzip damit betraut, eine Hochzeit überhaupt von städtischer Seite zu genehmigen. Also wir hatten ja in der Zeit keine klassische Zivilehe. Die Ehe ist kirchlich abgeschlossen worden. Aber das Hochzeitsamt war eben ein städtisches Amt, das gerade bei der Ausgestaltung einer Hochzeitsfeier und so weiter was mitzureden hatte und dementsprechend lief jede Hochzeit in Augsburg übers Hochzeitsamt. Die Unterlagen beginnen im Jahr 1563 und wer sich mit kirchlichen Traueinträgen befasst hat, wird feststellen, das ist sehr früh. Die kirchlichen Unterlagen beginnen meistens erst im 17. Jahrhundert oder im sehr späten 16. Jahrhundert und so kommt man da darüber hinaus. Und was eben in Augsburg ein Vorteil ist, das deckt natürlich alle Pfarreien, egal ob katholisch oder evangelisch, ab. Das heißt, ich spare mir beim Hochzeitsamt natürlich auch die Sucherei nach den einzelnen Pfarreien, die vielleicht gar nicht bekannt sind.
Ein weiterer Vorteil, die Unterlagen sind mit alphabetischen Registern erschlossen. Das heißt, ich kann relativ leicht nach einem Namen suchen, vielleicht auch nach einem Namen, der mir aus dem Umland bekannt ist oder nachdem ich recherchiere, seltener Name, der mir dann in den Register vielleicht ins Auge sticht und dann kann ich überhaupt erst einen Familienzweig entdecken, der in Augsburg gelandet ist, den ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau, und was ich schon gesagt habe, sie beginnen eben relativ früh und es sind eben viele Hochzeiter von auswärts mit dabei, wie wir gleich sehen werden. Und diese Unterlagen sind eben auch über den Link, den ich gerade geschildert habe, online verfügbar. Ein schönes Beispiel aus diesen Protokollen sehen wir hier. Das ist die Hochzeit von Johann Georg Mozart mit der Anna Maria Sulzer. Das war der Großvater von Wolfgang Amadeus Mozart, der ja, wie wir vielleicht wissen, Augsburger Vorfahren hatte. Und hier sehen wir eben, dass der Johann Georg Mozart, schreibt da der Schreiber, ein Buchbinder, Witiber und Anna Maria Sulzerin ledig, beide hiesig, geheiratet haben. Was uns vielleicht nur mehr interessiert als jetzt so eine bekannte Familie, das ist das, was ich schon gerade gesagt habe. Viele, die wahrscheinlich heute auch anwesend sind, forschen eher im Umland, also in kleineren Orten um Augsburg rum. Und ich habe einfach mal beispielhaft so eine aufgeschlagene Seite hier genommen. So sieht man es eben auch im Digitalisat. Und von diesen insgesamt 5 Heiratseinträgen, die hier gemacht sind, habe ich mal vergrößert, wer hier heiratet. Das ist nämlich einmal hier ein Hans Fink, Maurer vom Göggingen, also aus Göggingen. Dann haben wir hier einen Georg Dempf, Kramer vom Zusmarhausen, also von Zusmarshausen. Und dann haben wir einen Hans-Georg Rokowski von Grabow im Oberschlesien. Also wir haben jetzt hier auf dieser Seite mit 5 Einträgen gleich 3, die aus dem Umland oder aus dem Ausland sogar nach Augsburg geheiratet haben. Und da sieht man schon das Potenzial dieser Hochzeitsamtsprotokolle, dass wir eben wahnsinnig viele heiraten finden, die eigentlich über die Stadt hinausweisen. In der Regel war es ja so, dass viele aus dem Umland nach Augsburg reingeheiratet haben. Wir sehen hier auch, dass hier häufig Frauen geehelicht wurden, die verwitwet waren, die vielleicht auch in der Familie ein Handwerksrecht hatten, damit dann eben zum Beispiel ein Maurer aus Göggingen nach Augsburg kommen konnte und durch die Ehe mit der Frau dann seinem Handwerk in der Stadt überhaupt nachgehen durfte. Das war ja sehr stark zünftig reglementiert. Ja, jetzt haben wir von Hochzeiten gesprochen, aber Ehen wurden nicht nur geschlossen, sondern leider auch in früheren Zeiten bisweilen gebrochen. Und wenn wir uns mit den Unterlagen des Stadtgerichts befassen oder der Unterabteilung des Ehegerichts, wie wir hier sehen, Ehegerichtsurteilbuch, dann stellen wir fest, es waren gar nicht so wenige Ehen, die gebrochen wurden und was eben aktenkundig geworden ist. Wir haben für die Zeit von ungefähr 1575 bis 1704 tatsächlich eine vollständige Serie aller Ehebrüche, die aktenkundig wurden. Und das ist durchaus einiges. Also das sind bestimmt 5, 6 von diesen dicken Büchern, die wir hier in einem unserer Magazinregale sehen. Eingeführt wurden diese Protokolle wohl schon mit der Errichtung eines städtischen Ehegerichts 1537, aber in sauberer Form, übersichtlicher Form sind sie eben auf die Schnelle bei uns greifbar ab 1575. Und leider sind die Unterlagen kaum erschlossen. Es gibt in den Bänden selber alphabetische Register, mit denen man arbeiten kann. Aber sonst hat man sich selten bisher gerade im Sinne der Familienforschung mit den Unterlagen befasst. Wäre natürlich mal ein spannendes Thema. Ja, ein Beispiel daraus. Von 1587 haben wir hier den Ehebruch des Floßmannes Georg Fichtel. Und ich habe den Text hier mal in Reinschrift gebracht. Wir sehen hier, Georg Fichtel, der Jung, Floßmann, ist ad diem 28. Augusti 1587 bekannten Ehebruchs halber mit Sabell, wahrscheinlich Isabel, Schererin, einer Gemeinen,
zum ersten Mal begangen, gestraft per 15 Gulden, hat erglobt, halben Teil innerhalb 6 Wochen, den anderen halben Teil aber in 6 Wochen danach, also in 12 Wochen zu bezahlen. Also eine Strafe von 15 Gulden war natürlich in der Zeit nicht wenig. Und auf der rechten Seite wurde dann immer protokolliert, ob die Straffälligen, aus heutiger Sicht wäre es natürlich kein klassisches Strafdelikt mehr, aber damals war es das, wurde dann vermerkt, ob die Strafe bezahlt worden ist. Bei dem Georg Fichtel ist nur einmal Bezahlung im November von 6 Gulden vermerkt. Ob er den Rest bezahlt hat, können wir jetzt hier nicht ganz klar sehen. 15 Gulden, das war nicht wenig in der Zeit und entsprechend konnten viele das Geld gar nicht aufbringen. Das sehen wir hier an dem zweiten Beispiel. Dieser Weber Georg Rimmelin oder Remmerle wird der auch manchmal in den Steuerbüchern genannt. Der war ein Weber, so im Almussäckel, also Almosensäckel, am Almosensäckel hing, also städtische Unterstützung brauchte und eine liederliche Person war. Und der ist bekannten ehebruchshalber mit Anna Stegerin, auch einer Ehefrau, hat die am 28. September vor mir erschienen, den ich auf Primo Oktobris, also auf den 1. Oktober, seiner Unvermöglichkeit halber, also weil er nicht zahlen konnte, für 4 Wochen auf Parfur Saturn verschafft und alsbald aufgeführt worden. Der Parfürser Turm, das war eben der Turm beim Barfüßertor, das wurde 1826 abgerissen, aber wir kennen nur die Barfüßerkirche, wo es Richtung Jakober Vorstadt geht und dort war eben ein Gefängnis untergebracht, wo man diesen Ehebrecher dann eben aufgeführt hat. Auf der rechten Seite sehen wir hier eine Darstellung, zeitgenössisch von 1563, von diesem Barfüßerturm. Der Georg Remmerle oder Rümmelin wird er mal genannt, der hat dann seine Strafe dort abgesessen und ist dann pünktlich am 28. Oktober Nachmittag um 1 Uhr wird er rausgelassen worden. Also relativ genau hat man hier auch Buch geführt. Ja, das war jetzt ein interessanter oder zwei interessante Fälle von Unterlagen, die schon in sehr standardisierter Form in größerer Zahl vorliegen. Das gilt natürlich nicht für alle Protokollserien und so weiter, die wir haben. Zum Teil ist das aufs Erste ein ziemliches Chaos und das gilt vielleicht auch für die Protokolle des Heiliggeistspitals. Das Heiliggeistspital war eben ja eine Krankeneinrichtung in Augsburg, heute ist die Puppenkiste in diesem Gebäude. Und gleichzeitig war das Heiliggeistspital natürlich gestützt durch Besitzungen, Grundbesitz im Umland von Augsburg und in Augsburg, der verwaltet werden musste. Die Untertanen mussten verwaltet werden und entsprechend ist ein sehr umfangreicher Bestand von diesem großen Verwaltungsapparat bei uns im Stadtarchiv überliefert. Also das ist wirklich ein großer Batzen und wir sehen nur ein Protokoll von wirklich Tausenden von Akten und Amtsbüchern hier abgebildet, ein dicker Schinken mit ungefähr 1000 Seiten. Und ich habe einfach, weil wir auch in letzter Zeit ab und zu für Benutzer was im Heiliggeistspital gesucht haben, mal drin geblättert. Und bin auf 2 sehr interessante Einträge gestoßen, die ich Ihnen vorenthalten will, wo es eben auch um die Ehe geht und die ein Stück weit aus der Reihe fallen. Hier sehen wir nochmal den Aktendeckel, Hospital Augsburgisches Protokollum und dann die genaue Signatur der alten Archivordnung, die hier ganz schön erhalten ist. Und wir sehen auch, dieses dicke Amtsbuch ist von 1588 bis 1649 geführt worden, also da sieht man auch, wie konstant die Verwaltung damals gearbeitet hat. Inzwischen hätten wir schon 10 verschiedene neue Datenbankensysteme aufgesetzt, aber da ist eben über 60 Jahre mit einem Buch gearbeitet worden. Zu den Grundbesitzungen vom Heiliggeistspital gehörten auch Höfe in Lützelburg in der Gemeinde Gablingen heute. Und dementsprechend ist ein Eintrag überliefert, den wir hier links sehen, der in Lützelburg spielt. Und zwar hat die Ursula Kretzler, geborene Eiselerin, einen Antrag auf Scheidung gestellt.
Und das möchte ich Ihnen einmal kurz im Wortlaut vorlesen. Und zwar heißt es in dem Protokoll: Ursula Eiselerin des Meiers zu Lützelburg Jeweib samt ihrem Vater und Mutter klagt ab ihrem Mann, wie das er so seltsam und wunderbarlich mit ihr hause, als dass sie keine Lust mehr bei ihm zu wohnen habe, da er nicht allein selbst in die Kirchen gehe, sondern sie daran zu verhindern begehre. So habe ihm seine Tochter an einem Fasttag Fleisch sieden müssen. Item erhalte sich nicht wie ein Andermann, sondern welle viel verrichten und sei doch nichts. Habe auch der Schuster zu Axheim, Hans Meier, ihm Spanisch mucken und andere Sachen, darunter er etwas von ihm am Hals tragen geben, so ihr gar seltsam, so ihn ganz gar seltsam und täubig mache, sei auch bei nachts auf den Kirchhof gegangen und Sachen, die ihr nicht wissend, gehollet. Dabei ein Supplikation übergeben und gebeten, ihr Erlaubnis zu geben, dass sie ihn auf das Konsistorium zitieren und sich von ihm möge scheiden lassen, dann sie wüsste und künde also nicht mit ihm hausen. Genau, das ist der Antrag von der Ursula Eiseler in etwas altertümlicher Sprache. Darum habe ich nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sie alles als Scheidungsgründe jetzt angeführt hat. Sie sagt, der Mann ist seltsam und wunderbarlich. Sie hat angeführt, dass er nachts auf den Kirchhof, also auf den Friedhof geht und da irgendwas holt. Er isst Fleisch an einem Fasttag, mag nicht in die Kirche und sie soll auch nicht in die Kirche gehen. Er hält sich nicht wie ein anderer Mann. Und er hat spanische Mucken und seltsame Sachen beim Schuster in Axheim geholt. Hinter den spanischen Mucken, das kennen wir, ein Muck, das ist eine Fliege, also eine spanische Fliege hat er geholt und das ist seit der Antike ein bekanntes Potenzmittel tatsächlich, das in größeren Dosen auch tödlich wirken kann. Und dieser Schuster in Axheim hatte scheinbar Zugang zu solchen Mittelchen, die natürlich auch schnell mit Hexerei in Verbindung gebracht wurden. Dementsprechend hat sich der Jakob Kretzler, der Ehemann, dann bei dem Amt beim Heiliggeistspital äußern müssen und er hat natürlich die ganzen Dinge abgestritten. Er hat gesagt, dass die Frau ihm da bestimmte Worte im Mund umgedreht hat und das alles gar nicht wahr sei. Aber das Heiliggeistspital hat durchaus Handlungsbedarf gesehen, weil man eben gesehen hat, auf diesem großen Meierhof in Lützelburg hängt der Haussegen schief und das kann natürlich auch schnell dazu führen, dass der Hof nicht mehr vernünftig bewirtschaftet wird. Und dementsprechend wurde dann folgendes Urteil getroffen. Darauf die Herren Spitalpfleger ihnen auferlegt, dass sie miteinander, wie es sich gebühre, hausen. Oder sie von ihrem Anwesen, oder sie von ihrem Unwesen und ärgerlichen Leben nicht abstehen, so soll die Vogt um Kaufleut des Hofs trachten. Also man solle schauen, dass man den Hof anderweitig verkauft, dass man solchen hingebe und verkaufe. Zu welchem End auch ihm dem Vogt anbefohlen worden, gute Achtung zu geben, damit von Hof an Fahrnis und anderem nichts verändert werde, also dass sämtliche Habseligkeiten auf dem Hof so gelassen werden, dass er Meier aber sich nicht mit seinem Weib also seltsam verhalte, nicht in die Kirchen gehe, item, dass er an einem Fasttag Fleisch essen, wie auch, dass er sich an die Wahrsager, an den Schmied zu Axheim hängte und verbotene zauberische Sachen gebrauche, solle die gebührende Strafe deshalb gegen ihn fürzunehmen hiermit vorbehalten sein. Und da er sich in die Wirtshäuser sonderlich zu seinem Sohn begebe und allda überflüssig esse und trinke, solle jeder um 12 Taler gestraft werden. Nach solchem die beiderseits vorhandene Freundschaft den Meier und sein Weib wiederum zusammengedingt, welche sich anerboten, führte besser als bisher beschehen zu hausen und darauf einander die Hände geboten und heilgezogen. Also man hat eine sehr schwere Strafe auferlegt, eine hohe Geldstrafe, und man hat im Prinzip damit gedroht, wenn sie sich nicht gescheit aufführen, dann wird der Hof anderweitig verkauft, dann wären sie obdachlos gewesen. Dieser Scheidung, die beim Ehekonsens
Konsistorium beim Bischof hätte stattfinden müssen. Die hat wohl nicht stattgefunden, dem ist eben nicht stattgegeben worden. Genau, also ein Fall, den wir vielleicht in diese Zeit so gar nicht einordnen würden mit diesem Motiv der Scheidung, was eben auch damals schon stattgefunden hat oder beantragt wurde. Einen zweiten Fall habe ich noch aus diesem Protokoll gezogen. Und zwar wollte Hans Ruf im Dezember 1628 heiraten und in dieser Zeit war in Augsburg und in der Umgebung eine schwere Pestepidemie im Gange. Ich habe auch wieder diesen Artikel kurz abgeschrieben, dass Sie besser den ganzen Vorgang mitverfolgen können. Und zwar heißt es, Vogt von Lützelburg bringt an, dass sich Hans Ruf daselbst zu eines Bauern Tochter von Gablingen verschiedener Tag verheuratet. Daher er erst die Hochzeit zu Lützelburg anstellen wollte. Weil ihn aber vor diesem die leidige Infektion zu Gablingen eingerissen gehabt, daher den Gablingern der Flecken, also der Flecken Lützelburg, der kleine Ort Lützelburg, bei der gleichen Zusammenkunften verboten worden. Jedoch sei gedachten Rufen zugelassen sein, eine kleine Hochzeit zu halten. Die Gablinger aber, so sie diese Hochzeit wollen, sollen von ihrer Obrigkeit schriftlichen Schein aufweisen, dass nicht allein in ihren Häusern, sondern auch in der Nachbarschaft nächst bei einem niemand gestorben sei. Also wir sehen hier ein Motiv, das ganz aktuell ist. Es sollte ja Hochzeit stattfinden, aber in Gablinge war die Infektion eingerissen. Das kennen wir aus der derzeitigen Situation, wobei man natürlich damals mit der sehr todbringenden Pest zu tun hatte. Und man war der Pest natürlich mehr oder weniger hilflos ausgeliefert, hat aber sehr wohl festgestellt, wenn jetzt eine Menge an Gablingern auf die Hochzeit in Lützelburg geht, dann könnte sich das Ganze da aufbreiten. Und dementsprechend hat man eben diese Abmachung getroffen, dass man einen amtlichen Schein nachweisen, mit einem amtlichen Schein nachweisen muss, dass eben im Umfeld noch niemand gestorben ist. Also das fand ich ganz spannend, weil das eigentlich sehr stark an die momentane Situation erinnert, wo man ja immer wieder Impfnachweise, Testnachweise und so weiter erbringen muss. Und damals hat man sich vom System her ähnlich beholfen, auch wenn man natürlich die Zusammenhänge nicht kannte, nicht testen konnte, nicht impfen konnte, aber das hat man doch ähnlich gehandhabt. Man sieht hier übrigens eine Karte, ungefähr um das Jahr 1670 entstanden. Da sehen wir auch ganz schön nochmal Gablingen und den Ort Lützelburg, der hier als Lutzenburg bezeichnet ist. Ja, noch ein Beispiel zu einer Eheschließung, die jetzt ins 20. Jahrhundert geht. Also wir machen einen kleinen Zeitsprung. Und zwar möchte ich nochmal auf eine Quelle zu sprechen kommen, die bei uns zu Tausenden überliefert ist. Das sind die Akten des Gesundheitsamts von Augsburg-Stadt. Die Fälle, die wir uns jetzt hier kurz anschauen wollen, die betreffen zwei Dinge. Das war zum einen die Überprüfung der Ehetauglichkeit und zum anderen die Vergabe von Ehestandsdarlehen. Beide Dinge sind entstanden im Kontext der nationalsozialistischen Rassenideologie. Das muss man immer da im Hinterkopf behalten. In den 1930er, 1940er Jahren durfte man eben nur heiraten oder wurde auch in der Heirat unterstützt finanziell, wenn man vor dem Gesundheitsamt bestimmte Dinge, einen vernünftigen Lebenswandel und eine arische Herkunft belegen konnte. Das ist natürlich enorm belastendes Material. Also wir haben derart viele nationalsozialistische Verbrechen im Bestand des Gesundheitsamts dokumentiert, die auch zum Teil noch gar nicht aufgearbeitet sind. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch feststellen, die Quelle ist trotz dieses Umstandes natürlich trotzdem eine interessante Quelle für biografische Forschung, weil eben natürlich sehr stark ins Privatleben reingegangen wurde und man sehr genau geschaut hat, wer möchte hier beim Standesamt die Trauung. Dementsprechend sind hier zigtausend Karteikarten und eben Aktenmaterial zu dieser Thematik überliefert. Und ich habe einen Auszug aus dem März 1940 hier für Sie vorbereitet. Ich habe die Namen jetzt anonym gestaltet, weil es eben doch eine brisante Sache ist.
Das ist ein Ehestandsdarlehen für den August und die Josefa H. Punkt. Bei diesem Sippenfragebogen sind eben einige Dinge notiert worden. Wir sehen hier bei dem Feld geistige Entwicklung, das betrifft jetzt den Mann. Er 7 Jahre Volksschule besucht hat, dann 3 Jahre Fortbildungsschule, dann war er 9 Jahre als Zementeur bei der Firma Thormann und Stiefel, also Tosti, beschäftigt und seit 2 Jahren ist er bei der städtischen Straßenbahn, hat einen Verdienst von wöchentlich ca. 35 Reichsmark netto. Er hat aus erster Ehe ein gesundes Kind, er raucht täglich ca. 15 Zigaretten, Alkohol nimmt er angeblich mäßig zu sich, angeblich gäbe es keine Erbkrankheit in der Familie. Und die erste Ehe, sehen wir weiter unten, wurde 1934 geschlossen und ist 1936 aus beiderseitigem Verschulden geschieden worden. Und dann haben wir nur Angaben zum Körpergewicht, zur Körpergröße, zum Körperbautyp, der hier als athletisch angegeben ist, Haarfarbe braun, Augenfarbe blau. Also Sie sehen, es ist wirklich sehr detailliert über das Leben. Sind Sachen dokumentiert. Und das Gleiche galt natürlich für die Frau. Das sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Hier haben wir auch wieder Angaben zur Schulbildung, zu ihrer Zeit bei Kell und Knappig als Hilfsarbeiterin. Dann zum Körpergewicht wiederum. Haarfarbe ist ebenfalls im Detail dokumentiert. Ehen, die um 1940 abgeschlossen worden sind, sind sehr häufig eben bei uns im Bestand vom Gesundheitsamt in dieser Form dokumentiert. Das Umland gibt es theoretisch die Bestände auch für die anderen Gesundheitsämter, aber die sind häufig vernichtet, die Unterlagen. Wir haben hier wirklich einen Glücksfall, gerade für die NS-Forschung, dass wir für das Gesundheitsamt Augsburg-Stadt die Unterlagen relativ vollständig nur vorliegen haben. Wir wollen uns den zweiten Bereich anschauen, Beruf und Freizeit. Ich habe hier ein sehr hübsches Bild, das ist aus meinem Privatbesitz. Da sieht man, in so einer Baugrube wird gerade ein Fass Bier angestochen. Also ich finde, das beschreibt sehr schön diese Spannweite zwischen Arbeit und Vergnügen. Und mit dieser Spannbreite wollen wir uns jetzt eben befassen. Und ich möchte beginnen mit einer Quelle, die eben auch online verfügbar ist und selten genutzt wird. Das sind die Musterregister waffenfähiger Männer in Augsburg. Die gibt es von verschiedenen Jahrgängen. 1610 ist eines überliefert, 1615, mit dem wollen wir uns ein bisschen befassen, und auch von 1619. Und wir haben eben im Prinzip einen Großteil der männlichen Augsburger Bürgerschaft in diesen Registern dokumentiert. Das sieht so aus, wenn wir uns wieder Digitalisat angucken. Wir haben hier auf 2 Seiten eine Reihe von Namen und in weiteren Spalten sind verschiedene Anmerkungen gemacht. Damit man das ein bisschen besser lesen kann, mache ich es mal groß und möchte mit Ihnen kurz die Beispiele anschauen, die ich hier weiß markiert habe. Wir haben hier zum Beispiel in der ersten weiß markierten Spalte den Jörg, also den Georg Negges, der ein Rotgerber ist. Er ist 33 Jahre alt. In den weiteren Spalten ist jetzt hier nichts eingetragen. Ein bisschen weiter unten sehen wir den Michael Bader, ein Schneider, der 35 Jahre alt ist nach dieser Angabe. Und da ist in 2 Spalten weiter eine 2 beim Feld Gesellen. Also er hatte 2 Schneidergesellen und die stammen aus Neumark, also vermutlich Neumarkt und Nährlingen. Hinter Nährlingen verbirgt sich vermutlich Nördlingen, wo man im Dialekt immer nur Nährle sagt. Also das sieht man ganz schön, dass man damals eben nur mehr nach der Aussprache geschrieben hat. Und in der letzten Spalte ist hier bei einem was angegeben, nämlich bei dem Jörg Degen unter der Nummer 26. Da heißt es Krieg versucht. Also man hat eben angegeben, wenn jemand schon Erfahrung im Krieg hatte. Das Interessante bei den Musterregistern, weshalb ich auch darauf zu sprechen komme im Bereich Beruf, ist natürlich, dass wir hier die ganze Bandbreite des Augsburger Handwerks
und andere Berufssparten abgedeckt sehen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel, wenn wir oben anfangen, einen Kürschner, einen Rotgerber, einen Hooker, einen Rotgerber wiederum, einen Zimmermann, einen Biermänner, also einen Pergamenter, jemand, der Pergament hergestellt hat. Dann haben wir den Rotgerber, einen Durchscherer, also einen Tuchscherer, einen Schneider, nochmal einen Rotgerber, nochmal einen Schneider, nochmal einen Tuchscherer und noch einen Rotgerber. Also da sehen wir schon, wir sind vermutlich im Handwerksviertel. Die Musterregister wurden ja nach Stadtvierteln aufgezeichnet. Und gleichzeitig sehen wir, die Textilindustrie war eben auch in der vorindustriellen Zeit, also im Handwerk, im Augsburger Handwerk, ganz tief verwurzelt. Und spannend ist natürlich auch, dass wir die Altersangaben haben. Das ist auch für die Zeit keine Selbstverständlichkeit. Wir haben ja in der Zeit in der Regel nur gar keine Taufbücher. Das heißt, um ein Alter ungefähr zu ermitteln, das sind die Unterlagen wirklich viel wert. Wir haben jetzt Handwerker gesehen, die in Augsburg gelebt und gearbeitet haben. Das nächste Beispiel befasst sich mit einem Müller, der von auswärts kam, aber in Augsburg zeitweise zu schaffen hatte. Wir können also wohl von so einer Art Dienstreise ausgehen, Geschäftsreise, die der Müller ab und zu in die Stadt unternommen hat, und greifbar wird er in dem Bestand der Verhörprotokolle. Kurz zu diesen Unterlagen, die auch Urgichten genannt werden und die wir hier auf der rechten Seite in diesem Beispiel sehen. Die Verhörprotokolle der Reichsstadt Augsburg, die reichen sehr weit zurück bis ins frühe 16. Jahrhundert in der Regel, und gerade das 16. und 17. Jahrhundert ist bei uns unglaublich gut überliefert. Das heißt, wir haben für diese Zeit eine riesige Anzahl an städtischen Verhörprotokollen, die bis heute überliefert sind. In einer Datenbank, die auch vermutlich im Laufe des Jahres dann einmal übertragen wird in unser neues Archivprogramm und dann online gestellt wird. In dieser Datenbank sind 36.000 Namen erfasst, die in den Urgichten aufscheinen. Und wir sehen schon, das ist natürlich dadurch eine wahnsinnig spannende Quelle für die Familienforschung in Augsburg, aber wie wir gleich sehen werden, auch für Forschung, die eher im Umland zu Hause ist. Und was wir natürlich auch haben, es sind nicht nur die Verhörprotokolle, es sind natürlich auch verschiedene Amtsbücher überliefert, Stadtgerichtsbücher verschiedener Art, die immer im Kontext mit den Verhörprotokollen behandelt werden müssen, beforscht werden müssen. Ja, jetzt haben wir hier einen Fall, in dem der Marx Welzhofer, also Markus Welzhofer, verwickelt war. Das war ein Müller, der in dieser Zeit in Berching gelebt hat. Und ich möchte auf den eingehen, weil beim Bayerischen Landesverein für Familienkunde, bei dem ich ja heute zu Gast sein darf, sehr viel über die Familie Welzhofer geforscht wurde. Die Margret Ottner hat darüber forscht und auch einen Vortrag halten, und diese Müller-Dynastie Welzhofer ist eben sehr gut erforscht, aber dieses Verhörprotokoll eben noch nicht. Und ich habe ihn in unseren Verhörprotokollen gefunden und möchte deshalb kurz auf das Beispiel zurückgreifen, vor allem auch, weil es eben ein sehr spannender Fall ist. Und zwar hat dieses Delikt, um das es geht, am 31. Dezember 1656 stattgefunden, also am Silvesterabend sozusagen, wenn man das damals schon so gefeiert hat. Und wir bewegen uns in der Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Jetzt lese ich kurz aus dem Protokoll vor. Ich muss das immer vom Original ablesen, muss ich dazu sagen. Also wenn ich mal einen kurzen Fehler reinbaue, dann bitte ich, das mir nachzusehen. Da geht es eben um folgenden Fall. Hans Albrecht von Stätzling ist den 31. Dezember ersthin zum Melchior Axter Bierbräuen stären vollkommen. Also er war stärer voll, er war betrunken. Und mit einem Stecken auf den Tisch geschlagen, dass der Stecken zweimal abgesprungen, mit den Gästen Händel angefangen. Und weil der Wirt und Wirtin ihn als einen vorhin vollen Zapfen, also er war schon, bevor er die Wirtschaft betreten hat, ein voller Zapfen, kein Bier geben wollen, hat er sich noch unnützer gemacht, deswegen der Wirt mit Hilf Hans Müllers, Zimmermanns,
den Albrecht mit guten Worten zur Stuben hinausgebracht. Doch hat er sich wieder in die Stuben hineingedrungen, mit den Gästen auf ein neues Händel angefangen. Deswegen die Wirtin zur Verhütung mehreren Unheils nach der Wacht geschickt. Wie die Wacht kommen, hat dieselbe den Albrecht 3 oder 4-mal gütlich zugesprochen, er solle sein Bier austrinken, als dann heimgehen und die Gäste zufrieden lassen. Der Albrecht aber hat die Wacht nur angezahnt und derselben böse Wort angehängt. Deswegen die Wacht ihm mit der Musketen 2 Stöße geben und ihn fortführen wollen. Darauf Marx Welzhofer Müller zu Dörrchen aufgesprungen und gesagt, potztausend, ich hab auch einen Stecken. Was dürft es meine Nachbarn also traktieren? Den Soldaten namens Hans Miller mit dem Stecken auf den Kopf geschlagen, das Blut allenthalben herabgelaufen, auch der Albrecht dem einen Soldaten das Kurzgewehr also gefasst, dass beide Soldaten von ihnen wären übermannt worden. Also wir haben hier ein handfestes Gemenge in dieser Wirtschaft am Silvesterabend 1656, in das eben 2 Leute verwickelt waren, der Hans Albrecht von Stetzling, der recht betrunken war, dann ist die Stadtgarde gekommen, hat sich den Hans Albrecht vorgeknöpft und der Marx Welzhofer hat dann eben Partei für den Hans Albrecht ergriffen und ist dementsprechend auch mit in diesen Fall gezogen worden. Was wir hier natürlich haben, ist im Prinzip Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also es war natürlich eine Sache, die dann vor Gericht verhandelt worden ist und die beiden sind auch dann ins Gefängnis gekommen, bis der Fall geklärt war und sind eben im Detail befragt worden, auch die Soldaten und andere Zeugen, wie sich das Ganze eben verhalten hat und wer hier angefangen hat. Es war halt dann immer so die grundlegende Frage, hat die Stadtgarde hier überreagiert und den Hans Albrecht eben zu stark hier angegriffen und war das dann mehr oder weniger Notwehr oder haben eben diese beiden Auswärtigen, die da praktisch das Unheil nach Augsburg gebracht. Ich habe jetzt hier nur kurz 2 Ausschnitte, damit man sieht, wie diese Verhöre klassischerweise abgelaufen sind. Wir haben immer so einen Frage-Antworten-Katalog. Das ist ganz spannend. Also man hat jetzt zum Beispiel die erste Frage, die dokumentiert ist. Die ist auch ganz klassisch bei allen Verhörprotokollen dieser Zeit. Wie er heiße, von wann und wie alt er sei. Und dann antwortet er eben, er heiße Marx Welzhofer, sei von Dörrchingen im Friedberger Landgericht und bei 38 Jahre alt. Das ist eine interessante Information, weil man das Alter tatsächlich auch in anderen Unterlagen, die im Detail ja zu der Familie Welzhofer schon aus verschiedenen Archiven erforscht sind, dieses Alter hatte man eben noch nicht, weil auch die Kirchenbücher in der Zeit noch nicht einsetzen. Und was sein Tun, davon er sich ernähre, da gibt er eben an, er sei seines Handwerks ein Miller. Und jetzt habe ich eben bei der 6. Frage, wo im Detail dann gefragt wird, ob er mitbekommen hat, dass der Albrecht betrunken gewesen sei und so weiter, hier nur so eine Antwort rauskopiert. Da antwortet er eben auf einen Zeugen, der gesagt hat, dass der Albrecht eben total betrunken war und angegeben hat, dass da sehr viel gezecht wurde. Da sagt eben der Marx Welzhofer, Zeug habe zwar wohl gesehen, dass der Albrecht vor Hero eher zum Axter kommen etwas bezecht gewesen, wo aber derselbe den Rausch bekommen, sei ihm nicht wissend, weil Verhafter ihm deswegen nicht gefragt. Beim Axter aber haben beide Verhafte samt sein des Welzhofers Knecht, also Selbtritt, mehr nicht als 3 Maß Bier getrunken. Jetzt denkt man sich, 3 Maß Bier sind ein Haufen Sach, aber ich denke tatsächlich, auch dadurch, dass man jetzt beschreibt, dass der Knecht mit dabei war, hat man vermutlich diese 3 Maß Bier miteinander getrunken. Also es war in der Zeit auch tatsächlich üblich, dass man sich da einen Maß Krug geteilt hat und dann miteinander den Krug am Tisch rumgeben hat und miteinander die 3 Maß Bier getrunken hat. Also ein spannender Fall, der noch im Detail aufgearbeitet werden kann. Ja, wir machen einen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Da ist eben auch eine ganz spannende und eigentlich völlig unbekannte Quelle überliefert, die sich mit diesem ganzen Bereich Berufsleben befasst. Und zwar sind es Lehrlingsregister, die uns zu insgesamt 26 Berufsgruppen
vorliegen in einem Bestand des 19. Jahrhunderts. Nur zum Buchstaben B aus diesem Karton, wo ich das Beispiel genommen habe. Wir haben hier Bierbrauer vertreten, wir haben Bäcker, wir haben Barbiere oder Friseure, wir haben Buchbinder, Bürstenbinder, also eine große Bandbreite und eine relativ lange Laufzeit dieser Registerbände, die 1826 anfangen und bis 1862 geführt werden. Hier rechts sehen wir das Register des Bierbrauerhandwerks und daraus möchte ich ein Beispiel nehmen, nämlich den Brauerlehrling Andreas Schimpfle aus Ottmarshausen. Hier ist dokumentiert, dass er der Sohn des Wirts Sebastian Schimpfle von Ottmarshausen war. Er ist im November 1814 geboren, war katholisch und ist 1831 in die Lehre gekommen bei Jakob Meyer. Der hatte eine Wirtschaft auf dem Kreuz in diesem heute als Augsburger Hof bekannten Hotel, ist es glaube ich heute, und hat Ende Dezember 1832 dann seine gewöhnliche Probe gut und gesellenprobemäßig bestanden. Es ist ein sehr interessantes Beispiel von insgesamt glaube ich, knapp 400 Brauerlehrlingen, die in dem Register verzeichnet sind. Zum einen sehen wir wieder, es sind viele aus dem Umland mit dabei. Zum anderen gibt es heute noch eine Brauerei Schimpfle in Gessertshausen. Die wurde dann 1864 von seinem Bruder gegründet. Und dieser Andreas Schimpfle, der ist dann später, nachdem er ja eben in Augsburg auch gelernt hat, nach Mertingen gegangen, hat in Mertingen die Brauerei gekauft und länger geführt. Und die Brauerei ist auch vor ein paar Jahren erst renoviert worden und man kann eben heute noch dort essen. Und Andreas Schimpfle zählt auch tatsächlich zu meinen Vorfahren und ich habe ihn eigentlich ganz zufällig in den Registern entdeckt. Und bisher war über seine Lehrzeit natürlich gar nichts bekannt. Zu den Brauern in dieser Zeit, 1830, gibt es eine ganz schöne Übersicht. Das ist ein großer Plan mit den Schildern der einzelnen Wirtshäuser oder Brauereien drauf und ich habe hier den Ausschnitt rausgemacht, Jakob Meyer, Litera F Nummer 23, das ist der, wo er eben gelernt hat und das war wohl die Gaststätte Pelikan oder zum Pelikan. Leider ist hier wohl ein älteres Schild überklebt worden und nicht überliefert, wie hier das Wirtshausschild ausgesehen hat. Jetzt haben wir einen sehr stringenten Lebenslauf gesehen, ein Brauerlehrling, der aus einer Wirtschaft kommt und später eine Wirtschaft und eine Brauerei übernimmt und dort verstorben ist. Das gilt natürlich nicht für alle Lebenswege in Augsburg. So haben wir eben auch hier einen interessanten Lebenslauf, wenn wir uns allein schon den Meldebogen vom Otto Wassermann anschauen. Der ist 1881 in Obergünzburg geboren. Und ich habe hier mal weiß markiert, was in dem Feld Beruf steht. Das Feld ist natürlich hier gut ausgefüllt. Er war nämlich, ich zitiere da draus, mal Agent, dann war er Aufkäufer, dann war er Käsereiverwalter, ganz ursprünglich war er wohl Händler, nun Landwirt und Saugschweinhändler und dann war er mal Wirtschaftspächter. Also er hatte eine ganze Bandbreite an Berufen und das macht natürlich neugierig, wie vielleicht so ein Leben verlaufen ist. Und glücklicherweise haben wir weitere Unterlagen zum Otto Wassermann bei uns im Archiv. Eine ganz klassische Quelle für solche Gewerbefälle ist natürlich unsere Gewerbekartei, wo der Otto Wassermann mit einer Karteikarte vertreten ist. Und da sehen wir jetzt witzigerweise den nächsten Beruf, der auf dem Meldebogen gar nicht angegeben ist. Nämlich hatte er von 1928 bis in die 50er Jahre eine Immobilienvermittlung. Immobilienvermittlung, das macht ein bisschen hellhörig, wenn man sich mit unseren Akten auskennt. Dann weiß man nämlich, in der Regel sind Akten überliefert, wenn so eine Immobilienvermittlung, eine Detektei oder was in die Richtung in der Stadt beantragt worden ist in der Zeit. Und tatsächlich, es liegt auch für den Otto Wassermann ein kompletter Akt vom Gewerbeamt zu diesem Gewerbe vor. Und der ist auch gar nicht so dünn, weil man ihm anfangs das Gewerbe versagen wollte. Man sieht es schon hier bei diesem Auszug aus dem Strafregister. Er ist einmal 1918 wegen Preistreiberei
und Beihilfe zum Schleichhandel verurteilt gewesen und es fügen sich dann noch ein paar andere Strafen an. Und dementsprechend hat man ihm eben abgesprochen, dass er eine Immobilienvermittlung seriös führen kann. Und in diesem Akt ist eben auch ein ganz schönes Zeugnis eines ehemaligen Kollegen erhalten. Und das stammt noch aus der Zeit, wo er ja ursprünglich Käsereiverwalter war. Und ich zitiere ganz kurz daraus, von 1928 ist dieses Gutachten vom technischen Geschäftsführer der Kurmolkerei Augsburg, Herr Assessor Georg Dürst, und der gibt ihm an, Otto Wassermann arbeitete bei der Kurmolkerei zuerst als Käser und wurde ihm später die Stelle als Betriebsleiter übertragen. Da ich bis 01.01.28 dort die kaufmännische und technische Führung innehatte, waren mir die Eheleute Wassermann somit unterstellt. Obwohl Otto Wassermann vom Beruf Käser ist, war er seinen Aufgaben in dieser Molkerei nicht gewachsen, weshalb ich ihn öfters beanstanden musste. Er war einerseits ein fleißiger Arbeiter, andererseits jedoch ein rechthaberischer, jähzorniger Mensch. Mit den Aufschreibungen in den Betriebslisten, die er zu führen hatte, nahm er es nie genau. Seinem Personal hat er oft wegen den kleinsten Ursachen die Milchkannen und Milchflaschen nachgeworfen. Auch versuchte er, die Filialleiter und Leiterinnen sowie die Arbeiter und Arbeiterinnen der Molkerei gegen die Führer dieses Gesamtbetriebs aufzuhetzen. Die Führung des Wassermann war somit damals keine einwandfreie und wäre ja deshalb im November 27 entlassen worden. Er ist jedoch schon vorher von seiner Arbeitsstelle entlaufen. Also man sieht schon, dieser etwas unstete Lebenswandel von Otto Wassermann setzt sich eben in dem Gutachten fort. Er konnte aber dann tatsächlich durch einen Anwalt erstreiten, dass er die Immobilienvermittlung führen durfte. Das Ganze mit einer kurzen Unterbrechung. Witzigerweise habe ich nämlich nur einen zugegebenermaßen sehr dünnen Personalakt der Stadt Augsburg von ihm gefunden. Und zwar wurde er gegen Ende des Krieges, nachdem Augsburg bombardiert war und die Wohnungsnot groß war, als erfahrener Grundstücksmakler, heißt es hier, zum Notdienst beim städtischen Quartieramt herangezogen, hat da ein festes Gehalt auch bekommen. Es ist hier vermerkt, Dienstantritt im April 1944, aber das ging dann ungefähr bis Kriegsende und dann hat er diese Stelle im öffentlichen Dienst natürlich wieder verloren. Ja, wir haben schon gesehen, im Berufsalltag wird manchmal mit Milchkannen nach einem geworfen und solche Unglücksfälle sind natürlich nicht selten und um die Jahrhundertwende auch nicht selten dokumentiert. Wir haben nämlich dicke Akten von Unglücksfällen, die bei der Stadtverwaltung entstanden sind. Also wenn man um 1910, 1920 weiß, vielleicht 1915 ist jemand ertrunken oder hat einen schwereren Unfall mit der Straßenbahn gehabt, dann ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass wir ein Protokoll dazu finden. Kurz dazu zwei Fälle. Und zwar haben wir einmal hier einen Unfall im Juli 1928. Da heißt es, am 12. Juli 1928 gegen 15 Uhr war der städtische Gasarbeiter Anton Bayer in der Eisenbahnunterführung Fröhlich-Pfersiger-Straße mit dem Reinigen einer an dem Gewölbe befestigten Gaslampe beschäftigt, wozu er eine etwa 3 Meter hohe Staffelei benutzen musste. Da die Staffelei ziemlich hoch ist, musste Bayer, um zur Lampe gelangen zu können, diese auf der Straße aufstellen. Während der Arbeit fuhr der Maschinenarbeiter Michael Denzle hier mit einem Fahrrad an die Staffelei, wobei diese umfiel und Bayer zu Boden stürzte. Bayer erlitt durch den Sturz leichte Hautabschürfungen an der rechten Hand, sowie eine Verstauchung des rechten Handgelenkes. Außerdem brach er sich einen Zahn ab und klagte über Schmerzen im Rücken. Bayer nahm vorerst keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Er besteht aber auf Anzeigeerstattung wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Denzle und stellt den Strafantrag. Das ist eben ein Fall aus dem Berufsleben und unser Kapitel heißt ja auch Beruf und Freizeit. Darum noch ein Fall aus der Freizeit. Vom April 28, der ledige Bäcker Wilhelm Höfling, geboren 1904 zu Fürth, wohnt dort Schillerstraße Nummer 8, erhielt bei dem am 1. dieses Monats stattfindenden Fußballwettspiel, das auf dem Sportplatz des Ballspielclubs Augsburg an der Gasthoferstraße in der Zeit von 14:30 bis 16:15 Uhr
zwischen dem Fußballclub Fürth und dem Beispielclub Augsburg ausgetragen wurde, von einem Spieler der letztgenannten Mannschaft mit dem Fuß einen Stoß auf den Magen. Höfling stürzte zu Boden und wurde von einigen Zuschauern in den Aus- und Ankleideraum getragen. Der anwesende Sportarzt, Herr Dr. Maximilian Schiersner, leistete die erste Hilfe. Da nach etwa 10 Minuten bei dem Verletzten eine Besserung eintrat, wurde er von einigen Spielern seiner Mannschaft mittels eines Personenkraftwagens zu dem um 17.22 Uhr am Hauptbahnhof in Richtung Fürth abgehenden D-Zug verbracht. Also zwei ganz nette Beispiele. Was heißt ganz nett? Die Leute hatten natürlich einen gewissen Schaden, aber konnten sich hoffentlich davon erholen und sind eben hier in den Akten ganz interessant dokumentiert. Gerade der Hobby ist natürlich seltener überliefert und durch den Unglücksfall wissen wir eben mehr über dieses Spiel zwischen Augsburg und Fürth. Noch kurz zu unserem letzten Kapitel. Auswandern aus Augsburg habe ich das genannt. Und wir wollen uns auch hier aus unterschiedlichen Zeiten einfach anschauen, welche Quellengattungen können wir bei uns direkt im Stadtarchiv dazu erwarten. Die Urform der Auswanderung in der Reichsstadt Augsburg war im Prinzip die Aufgabe des Bürgerrechts, das die Leute ja eigentlich hier gerne hatten, aber nicht jeden hat es in dieser Großstadt gehalten. Und dazu zählte auch der Krämer Johann Ulrich Haller, der 1672 eben diese Bittschrift stellt, dass er sein Bürgerrecht aufgeben darf. Und ich zitiere wieder kurz raus. Und zwar klagt der Haller über den schlechten Geschäftsgang in seiner Krämerei und sagt, demnach ist leider Alchi mit der Krämerei also so bewandt und beschaffen, dass mancher nur sein Eigengeld damit einbiersen tut, indem gleichsam alle Gassen der Stadt mit allerhand Kramläden also besetzt und angefüllt werden, dass wann man nur etliche Schritt fortgeht, gleich ein anderer zu sehen. Auch mit dem außerhalb der Stadt Hin- und Herreisen und Bauung der Jahr und anderer Märkte in gleichen nichts mehr zu erhalten, die Losung zum Öftern kaum die Reis- und Fuhrlohnsunkosten auszutragen pflegt, deswegen ich und mein Eheweib gesinnet und entschlossen, unsere Fortuna und Wohlfahrt an derer Orten in kleinen Städten zu suchen, daran vielleicht die Haushaltung mit geringeren Unkosten zu führen und ein wenig mehres nach Gottes Willen zu hoffen sein möchte. Also das ist auch, finde ich, ganz interessant. Man spricht ja momentan auch davon, dass die Lebenshaltungskosten in den Großstädten in München, in Augsburg immer weiter steigen. Und das ging scheinbar auch dem Johann Ulrich Haller in dieser Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, so dass er gesagt hat, die Konkurrenz wird immer größer und die Kosten für sein Haushalt sind hoch. Und man möchte sein Glück an einem anderen Ort suchen, was ihm auch gestattet wurde. Ja, kurzer Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Auch hier wieder ein sehr interessanter Fall im Bestand P1. Das sind personenbezogene Akten der Polizeiverwaltung, auf die ich im Detail auch im Einführungsvortrag schon mal eingegangen bin. Hier haben wir jetzt eben zwei Auswanderungsfälle aus diesem Bestand. Die Theresia Stubenrauch war eine geborene Wagner und wollte 1928 und 1929 nach Wien auswandern. Und sie schreibt dazu, ich habe mich entschlossen, den Peter Stubenrauch, kaiserlich-königlich privilegierter Silberwarenverfertiger, dermal in Wien zu heiraten und bringe deswegen an den Hohen Magistrat die ergebenste Bitte, mir für den Zweck dieser Heirat die Auswanderungslizenz zu erteilen. Ja, die Lizenz hat sie bekommen, aber jetzt stand sie noch vor einem größeren Problem. Sie hat nämlich dann im September 29 angeführt, dass sie bei dieser Gelegenheit einen Teil ihrer Einrichtung nach Wien transportieren lassen möchte. Und das Interessante und Kuriose an diesem Akt ist diese gesamte Auflistung ihres Haushalts, den sie nach Wien überführen will, diese Aussteuer, ist hier im Detail überliefert. Wir sehen hier die Anzeige über die Gegenstände, welche die Theresia Wagner aus Augsburg von da nach Wien als Aussteuer in Natur mitzunehmen gedenkt. Und jetzt zitiere ich ganz kurz aus dieser ziemlich umfangreichen Liste. Sie wollte mitnehmen 3 Kisten mit Betten, 50 ganze Bettüberzüge, dann 100 Handtücher, 6 Schlafröcke, 250 Paar Strümpfe,
66 Paar Mannstrümpfe, 26 Schlafhauben und 8 Schlafleibe, dann 250 Frauenhemder und 68 Herrenhemder, dann ein Kommodkasten, ein Glaskasten, 2 Tische, ein Arbeitstisch, 2 Nachttischle, ein Schemelstühlchen, 2 Bettstätten, dann verschiedene Porzellangegenstände, Küchenutensilien und zum Schluss den Flaschenkeller mit 3 Kisten, Nummer 12, 13 und 14, enthaltend Tischwein und Branntwein. Also Sache, die ich ehrlich gesagt nicht klären konnte, warum der Haushalt dieser Dame gar so groß war, aber ich konnte auch nichts finden, dass sie da einen größeren Bettenhandel aufmachen wollte oder ähnliches. Also scheinbar war es wirklich ihr eigenes Sach. Nur ganz kurz einen zweiten Fall, den wir in dem Bestand P1 finden können, und zwar die Auswanderung des Stefan Riebel. Das ist sehr interessant, weil Sie hier am rechten Schriftbild schon sehen, das ist keine deutsche Schrift, es ist tatsächlich eine griechische Schreibschrift. Der Stefan Riebel wollte 1836 nach Griechenland auswandern. Eine ganz spannende Zeit, weil in der Zeit eben der Otto von Wittelsbach König von Griechenland wurde und es über 30 Jahre war. Und in dieser Zeit, in der ja auch diese Griechenland-Vernarrtheit der bayerischen Monarchen ein bisschen begründet liegt, in dieser Zeit sind sehr viele Bayern ihm eben gefolgt. Darunter auch der Stefan Riebel, der dann tatsächlich 1936, wie wir hier durch dieses Attestat auf der rechten Seite sehen, Bürger Athens geworden ist und dort als Spengler beschäftigt war und später, wie es aus den Akten hervorgeht, wohl auch ein paar Jahre als Soldat beim Militär gedient hat. In den 1840er Jahren ist er dann allerdings als Pfannenflicker wird er zurück nach Augsburg gekommen und dort ziemlich verarmt gestorben. Also das erinnert fast ein bisschen an diese Serien wie Goodbye Deutschland, wo doch nicht jede Auswanderung so glückt. Und das kann man eben auch bei Stefan Riebel nachvollziehen, der eben doch immerhin ungefähr 15 Jahre seines Lebens in Griechenland verbracht hat. Ja, zum Abschluss eigentlich nur die Quelle, die wir im Titelbild gesehen haben. Und zwar eine Quelle des 20. Jahrhunderts, in der ich immer wieder fündig wäre, wenn ich zur Familienforschung von ganz verschiedenen Familien eigentlich recherchiere. Der Vorteil ist, die Quelle ist sehr gut erschlossen. Ich habe da mal ein Namensregister angelegt. Und zwar sind es Sichtvermerke, die für die Erstellung von Reisepässen angelegt worden sind. Wenn man 1920, 1921 beantragt hat, zu verreisen, entweder dauerhaft sich woanders ansässig zu machen oder eine kurze Dienstreise zu unternehmen oder in die Sommerfrische nach Tirol zu fahren, dann musste man eben beim Einwohneramt ein Passfoto abgeben und dann ist eben hier dokumentiert worden, dass der Reisepass ausgestellt worden ist und wohin. Und dementsprechend haben wir in ungefähr 2600 Einträgen tatsächlich nur über 1700 Fotos überliefert. Und das ist natürlich eine tolle Quelle, wenn man nach Passfotos von Augsburgern sucht. Das sind oft die einzigen Partien, die hier erhalten sind. Und so haben wir hier auch einen Eintrag von Johann Auberle, der über Hamburg nach Nordamerika, Chicago, gereist ist im Februar 21 und zwar zu einem Stellungsantritt. Und noch ein zweites Beispiel. Das ist die Frieda Haberstock. Ich finde, das ist ein wunderschönes Porträt mit dem Hut. Und die ist eben im Herbst 1920 nach Tirol gereist. Ein Grund ist hier nicht angegeben. Da können wir nur drüber spekulieren. Aber das sind eben zwei ganz schöne Beispiele, wie diese Sichtvermerke ausschauen. Und sie werden eben gerne genommen, vor allem aufgrund der Fotos. Ja, das war jetzt ein bunter Blumenstrauß aus über 400 Jahren Stadtgeschichte. Ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Anregung bekommen. Mein Ziel ist einfach immer, Ihnen zu zeigen, welche Unterlagen können überhaupt nur in Archiven schlummern. Das muss ja jetzt gar nicht in Augsburg sein. Gerade bei den Unterlagen vom Heilig-Geist-Spital haben Sie typische Protokolleinträge gesehen, die von verschiedenen Grundherrschaften gerade auch im Staatsarchiv überliefert sein können. Solche Straffälle tauchen da zwischen den klassischen
Einträgen von Hofverkäufen, Teilungsverträgen, Erbverträgen immer wieder auf und die machen natürlich die Geschichte sehr lebendig und zeigen auch, dass vielleicht trotz der ganzen Unterschiede manches im Leben vielleicht gar nicht so viel anders abgelaufen ist, wie wir es aus unserem heutigen Alltag kennen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne noch eine kurze Fragerunde anhängen. Ja, lieber Mario, erstmal herzlichen Dank für den wirklich tollen Blumenstrauß, der 2 Tage nach dem Valentinstag eingetroffen ist und uns erfreut hat. Man merkt halt, dass du selber ein Ahnenforscher bist. Das Herz schlägt auch für die Forschergemeinde. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Lehrer selber Kinder hat, dann hat er auch ganz anderes Verständnis für seine Schüler. Wirklich tolle Beispiele wieder, das uns neugierig macht auf eigene Funde im Stadtarchiv. Und ich habe auch schon wieder einiges vorgenommen, aber du hast ja kaum Zeit, dass du mal um die eigenen Vorfahren kümmerst. Aber auch diese Webosi-Adresse ist wieder ein guter Hinweis, dass man hier mal diese Protokolle durchgeht und wirklich die Familienforschung vorantreibt. Wir sind ja wirklich in jeder Familie, ich habe ja auch Verwandtschaft in Augsburg und da sind auch diese ganzen Zuwanderungen im 19. Jahrhundert praktisch in die Stadt vom Ries rauf und so weiter. Und da gibt es bestimmt einiges zu finden und zu recherchieren. Ja, wie immer in deiner tollen Art, spannend vorgetragen, verständlich. Und wir haben es gesehen, die Zuseherzahlen waren stabil bis zum Schluss um die 50. Und das spricht für dich. Und ich denke, dass viele, die jetzt nicht Zeit hatten und wegen des Sturms vielleicht ihr Zeug noch in Ordnung bringen, draußen weht es bei mir ganz gewaltig, dass die dann wieder im Internet nachschauen und im YouTube-Kanal.